Hallihalli, Leute, heute möchte ich mit euch über die Geschwindigkeit Disziplin reden. Boah, heute möchte ich mit euch über die Disziplin Geschwindigkeit reden. Geschwindigkeit ist eine der Basic-Disziplinen in Vampire mehr oder weniger. Es gibt drei Clans, die diese haben, als von den Grundclans: Brujah, Toreador und Asamiten. Es gibt auch ein paar Blutslinien, die drin haben, und ist bekannt als eigentlich die krasseste Kampfdisziplin in Vampire, wenn man damit umzugehen weiß. Warum? In der dritten Edition, in dem Revised vor der V20 war das Ding schon unheimlich krass. Dort galt, wenn du Geschwindigkeit hast, gibst du am Anfang deiner Runde einen Blutspunkt aus und dann hast du am Ende deiner Runde, nachdem alle anderen einmal dran waren, so viele zusätzliche Aktionen, wie du Punkte in Geschwindigkeit hast. Du hast Geschwindigkeit 3, du hast drei weitere Aktionen. Diese kann man nicht für geistige Aktionen nehmen, also man kann sich nicht hinstellen als sagen, oh, ich bin Tremere, ich habe hier den Weg der Flamme, oh, ich hole mir mal 2 Punkte Geschwindigkeit und dann sage ich am Ende der Runde nochmal zweimal Feuerball, Feuerball. Nein, das kann man nicht. Aber es reicht halt für Kampfaktionen. Das heißt, so ein Asamit, der halt irgendwie über seine Klinge, über seine Zunge zieht und sagt, hey, ich mache schwerwiegenden Schaden, der sagt halt einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das ist ja nett. Am bekanntesten dafür sind halt die Brujah, weil das sind die großen Schränke, die mit Geschwindigkeit und Stärke irgendwie alles auseinanderkloppen können. Regeltechnisch können wir gleich noch ein bisschen auf die V20 eingehen. Vorher möchte ich ein bisschen auf die Quelle von Geschwindigkeit eingehen oder auf die Origins, weil ich tatsächlich finde, dass eine der Disziplinen ist, wo mich die Herkunft, wo ich die cool finde, die Story darum herum, das, was dann Geschichten und Gerüchten gibt. Und zwar geht das Ganze, die Geschichte, die ich kenne und die ich persönlich gerne weiterverbreite, ist die über das Konzept zwischen Geschwindigkeit und Temporis, der Disziplin der wahre Brucher. Denn das Ganze sieht so aus, die Brucher, die man heute kennt, gehen nicht zurück auf den eigentlichen Clansbegründer der Brucher. Brujah selbst war ein ruhiger, gelassener und strategischer Mensch. Jemand, der für seine Ideale einstand, der großartige Pläne hatte für die Welt, der aber auch eine sehr strategische Herangehensweise hatte, der ruhig und gelassen war. Und die wahren Brujah, die von ihm abstammen, sind halt auch ruhig und gelassen. Die sind absolut kalt. Die wirken wie die Stratege, die auf dem Schlachtfeld steht und sich genau überlegt, da schieben wir das hin, da schieben wir das hin und da machen wir so und dann haben wir gewonnen. Chance gehört vertan für den Gegner, wir haben's. Cool. Ge passt gar nicht zu den Brujah, die wir heute kennen, denn die sind massiv aggressiv und boah, außer Kontrolle. Das hängt damit zusammen, dass die Brujah, die wir heute kennen, zurückgehen auf Troll. Troll ist nicht historisch nicht ganz so liefert, ob Männlein oder Weiblein, war eins der Kinder von Brucha und soll Brucha selbst umgebracht haben und damit den Clan an sich gerissen haben in einem Anflug von Zorn. Troll war quasi noch mehr für kurzes Temperament bekannt als alle anderen Brucha, die man heute so kennt. Und hat halt in einem Anfall davon seinen Meister erschlagen und diableriert, seinen Vater. Und ja, dementsprechend mussten die wahren Brucher sich zurückziehen und sind halt eine untergegangene Blutslinie, nicht komplett untergegangen, aber halt eine sehr verborgene, lebende Blutslinie, die halt einfach nicht mehr so viel tun kann, weil sie einfach nicht so viele sind, weil halt tatsächlich Troll mit seinen aggressiven Kindern den Clan übernommen hat, so gesehen. Einfachkeiten. Und das spiegelt sich in der Disziplin wieder, denn die wahren Brucher können Temporis, eine Disziplin, die quasi die Parent-Disziplin von Geschwindigkeit ist, das gleiche Grundkonzept, aber viel mächtiger ist. Mit Temporis kann man die Zeit anhalten, um sich schnell zu bewegen. Und Geschwindigkeit ist halt einfach quasi nur der schwache Abklatsch davon, weil Troll darin nie so gut war. Der hat den Geschwindigkeitsaspekt nie, also die Geschwindigkeit nie so gut reinbekommen und deswegen wurde er darin nicht so gut und kann deswegen halt nur die schwächere Variante Geschwindigkeit. Was ich persönlich eine saucoole Story finde, wie weit die. Man, die Anwendung ist halt immer so ein bisschen Spielleiter entscheidet, was man jetzt als Kanon ha mit drin haben will, oder was man vom Kanon mit drin haben und was nicht. Es gibt auch ein einfaches Argument dagegen, dass es nicht so ist, nämlich es gibt ja noch Toreador und Asami, die auch Geschwindigkeit haben. Warum haben die dann nicht auch Temporis, wenn das die coole Variante war? Weil gerade Hakim soll ja mittlerweile Zweitgenerationsvampir sein. Warum hat der nicht Temporis halt dann auch entwickelt oder genauso bekommen, wenn das doch die starke Variante ist? Kann man also ein bisschen drüber streiten, was man davon jetzt warum ansieht. Ich persönlich finde die Argumentation aber ziemlich cool, weil ich die auch die Idee hinter den wahren Brucher im Gegensatz zu den Bruchern ziemlich cool finde. Ansonsten, wie sieht es regeltechnisch aus in der V20? Dort hat man Geschwindigkeit geändert, genauso, man hat Temporis geändert, abseits davon, um es abzuschwächen. Bei Geschwindigkeit hat man das auch versucht, es zu ändern. Und zwar tatsächlich wirklich zu ändern, denn bisher war Geschwindigkeit eine saugeile Kampfdisziplin, aber außerhalb von Kämpfen war das dann so, du setzt die Geschwindigkeit ein, okay, du kannst für 5 Sekunden super schnell rennen. Da hat ein Spielleiter meist irgendwie Regeln gebogen und gesagt, okay, du setzt einen Blutspunkt ein und damit rennst du schneller für die nächste Szene, weil alles andere macht keinen Sinn, wenn man irgendwie versucht, hinter was herzurennen oder so. Das haben sie halt gedreht. Prinzipiell funktioniert Geschwindigkeit jetzt so. Generell erstmal bekommt man so viele
Würfel auf alle Geschicklichkeitswürfe hinzu, wie man in Geschwindigkeit hat. Das heißt, 3 Punkte Geschwindigkeit. Auf jede Probe, in der ihr Geschicklichkeit benutzt, bekommt ihr plus 3 Würfel hinzu. Und ihr könnt in einer Kampfrunde Blutspunkte einsetzen, um zusätzliche Aktionen zu bekommen. Wenn ihr das tut, A, jede Aktion kostet euch einen Blutspunkt und B, die Bonuspunkte an Geschicklichkeit verliert ihr damit. Das heißt, wenn ihr irgendwie 3 Geschwindigkeit habt, könnt ihr sagen, okay, ich nehme 2 zusätzliche Aktionen, na, da muss ich die Hand hinhalten, 2 zusätzliche Aktionen, heißt, gebe dafür 2 Blutspunkte aus. Damit kann ich mein Generationsmaximum ohne Problem überschreiten. Also wenn ihr zum Beispiel in Generation 12 Vampir seid, könnt ihr normalerweise nur einen Punkt pro Runde einsetzen, das wäre voll kacke. Das ist nicht das Problem, da könnt ihr beliebig viele für Geschwindigkeit einsetzen. Also sagt ihr, ich hau 2 für Geschwindigkeit raus und behalte noch einen drin in Geschwindigkeit und habe damit einen Bonuswürfel auf alle Geschicklichkeitsproben, die ich mache. Zum Beispiel auf alle meine Treffenwürfe. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich das eklig und überpowered finde. Also der gute Ansatz ist zu sagen, man gibt Blut für jede Aktion aus, weil damit kann man einfach nicht so viele Aktionen erhaschen. Vorher war das so, okay, ich baller meine Generation niedrig, dann bin ich irgendwie auf 8 Generationen, habe 15, 15, 20, ja, 15 Blutpunkte. Das heißt, ich kann ohne Bedenken irgendwie 10 Mal mir Zusatzaktionen nehmen. Ich habe Geschwindigkeit auf 4, ich habe halt insgesamt 40 zusätzliche Aktionen über einen Kampf verteilt. Da fuck, das ist total überpowered und unausgeglichen, dass man da sagt, okay, jede Aktion kostet mehr, ist gut, weil das damit kann man sich halt schnell den kurzen Schub an vielen Aktionen hauen, mit dem man was reißen kann, aber hat damit auch viel Energie verpowert, um das hinzubekommen. Man muss danach auf jeden Fall wohl trinken, was halt angemessen ist. Aber dieses Ganze, man kriegt Geschicklichkeit dazu, finde ich persönlich zum Kotzen. A, man macht damit eine starke Disziplin noch stärker, auch im Kampf. Der Gedanke dahinter ist recht eindeutig. Es sollte dazu gehen, dass es Geschwindigkeit aus dem Kampf, im Kampf runternimmt und an anderen Orten interessanter macht. Aber dieser Geschicklichkeitsbonus gilt auch im Kampf. Das heißt, ich kann Geschwindigkeit nutzen, um Leute einfacher zu flöcken. Weil ich kriege einen Bonuswürfel auf Geschick und das heißt, ich kriege es auf meinen Trefferwurf und Treffen gegen Flöcken ist echt schwierig. Da würfelt man gegen 8. Teilweise auch, glaube ich, sogar gegen 9. Ich bin mir nie 100% sicher. Ich lasse, glaube ich, meist gegen 8 würfeln, weil es schon schwer genug ist. Und muss 3 Schadenspunkte durchbekommen. Da ist mal eben 4 Würfel mehr zum Treffen massiv. Damit kann ein Charakter, der sagt, okay, ich habe Geschick 3 und Nahkampf 2, habe ich 5 Würfel, ja, Geschwindigkeit 4, ich habe auf einmal 4 weitere Würfel, damit habe ich meinen Würfelpool fast verdoppelt. Und das ohne dafür Punkte an Blut auszugeben oder so etwas, sondern die kriegt man immer. Und es macht auch einfach außerhalb von Kämpfen keinen Sinn. Reden wir zum Beispiel von einem etwas ziemlich profan, jemand, der irgendwie ein Schloss knacken will, Würfel auf Geschick und Sicherheit. Macht er diesen kleinen Dietrich-Set und damit wirkt man im Schloss rum. Und wenn man Geschwindigkeit hat, dann macht man das schneller. Und wenn man das schneller macht, geht das besser? Das macht doch gar keinen Sinn. Gerade so feingliedrige Sachen basieren ja darauf, dass man das sehr vorsichtig und genau machen muss. Und meist gilt, wenn du das überhastet und schnell machst, geht es halt erst recht schief, weil du dann unruhig bist oder sowas. Zu sagen, ich kann ein Schloss besser knacken, indem ich es schneller mache, macht absolut keinen Sinn. Dann kommen so Dinge wie, ja, ich möchte etwas Künstlerisches tun. Ich möchte so ein typisches Konzept, wo das. Man sofort denkt, da wird das eingesetzt, ist ein Toreador, der irgendwie was künstlerisch macht, wie bastelt oder so etwas. Der wird Geschwindigkeit nutzen, um mehr Würfel zu haben und um deswegen coolere Werke zu rauszukommen. Aber frag mal einen Künstler, ob es ihm hilft, bessere Werke zu machen, wenn er schneller arbeitet. Das sagen euch, die meisten würden euch sagen, ihr spinnt wohl, Kunst braucht Zeit. Das ist so eine gute alte Faustregel, Kunst braucht Zeit. Das kann man nicht übereilen. Gut Ding will Weile haben. Und auf der Level macht halt einfach dieser Bonus auf Geschicklichkeit keinen Sinn. Weil man wird nicht geschickter, nur weil man schneller ist. Oder man mehr Geschwindigkeit da rein, weil man Dinge schneller abarbeitet, das macht einfach keinen Sinn. Und es macht ja einfach nur eine unheimlich starke Disziplin noch stärker. Es gibt ihm, das muss man den Fans zuteilen, ein paar Möglichkeiten, das Ganze kreativ einzusetzen, indem man zum Beispiel sagt, ich nutze meine Geschwindigkeit, um halt Dinge damit besser zu können. Kann das dann irgendwie ein bisschen in meinem Charakterhintergrund einbauen, weil dadurch, dass ich hohe Geschwindigkeit habe, ich hohes Geschick, damit kann ich mehr Dinge. Bin vielleicht Bildhauer oder so etwas. Oder bin halt jemand, der generell als Sportler aktiv ist. Da macht das auf einmal ein bisschen mehr Sinn oder sowas. Weil man dann auf Geschick und Sportlichkeitswürfe zum Beispiel auch einen Bonus bekommt. Aber generell finde ich persönlich, ist sie halt immer noch unkreativ. Und es ist halt immer noch eine der krassesten Disziplinen, die du hast, einfach weil du Aktionen bekommst und Geschicklichkeitsbonus. Geschicklichkeit war immer so, das war bisher unantastbar. Das konnte man nur buffen, indem man Blut gepumpt hat. Ansonsten musste man damit leben, dass man ungeschickt ist. Und jetzt kann man halt dafür auch noch Geschwindigkeit nehmen, was halt sowieso schon eine voll geile Kampfdisziplin war. Man kann es ja halt auch im Kampf nutzen. Ich kann mich im Kampf hinstellen und kann sagen, okay, ich bin nicht besonders kampfstark, aber ich bringe halt 3 Punkte Geschwindigkeit mit. Also habe ich schon mal 3 Würfel mehr zum Treffen mit, egal was ich angreife, weil Treffen geht immer auf Geschick. Ich kann mit einem Vampir, der zum Beispiel darauf trainiert ist, Schusswaffen einzusetzen, könnte immer noch einen Flock nehmen und zustechen, einfach weil er diesen dicken Bonus von Geschwindigkeit bekommt.
Man ist damit in allen Bereichen halt unheimlich gut, die mit Geschick zu tun haben. Und Geschick ist irgendwie ein unheimlich wichtiges Attribut. Deswegen in meinen Augen halt unheimlich massiv powertechnisch auseinandergerissen, vor allem in der V20. Aber wenn ihr gute Argumente habt zu sagen, Geschwindigkeit ist fair, immer gerne her damit. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.